So Leute, und damit begrüße ich euch herzlich zurück zu The Legend of Zelda Spirit Rex. Ich weiß, der letzte Part ist wieder ein Weilchen her. Eigentlich hätte das auch noch länger gedauert, bis der nächste Part kommen sollte. Und es wird jetzt auch wieder länger dauern, bis der nächste Part hier rauf kommt. Weil ihr werdet es schon gesehen haben, wir haben jetzt fast volle Herzen. Aber ich kann tatsächlich nicht aus dem gewissen Grund, dass ein gewisser Fotograf nicht auftauchen will, bis ich den Turm der Götter abgeschlossen habe, kann ich leider nicht weitermachen. Von daher gehen wir zum Turm der Götter und schauen uns das Ganze noch einmal an. Nicht wahr? Muss ja sein. Irgendwie sowas müssen wir ja machen. Weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo es weiterging, was wir machen müssen, aber ich denke mal, wenn wir ganz oben irgendwas machen, das wird dann schon passen. Das wird ja wahrscheinlich in dem Kampfraum sein, wo wir den Lok damals getroffen haben oder besiegt haben. Von daher, ja, wie gesagt, vorher kann ich leider nicht die 100% quasi anstreben, bevor wir das nicht gemacht haben, weil ich dann nicht alle Force-Kristalle bekomme. Da werden dann schöne Zusammenschnitte kommen von allen Dimensionstoren, allen Force-Kristallen, allen Herzcontainern etc. pp. Ihr werdet es dann sehen. Das wird dann nach diesem Part hier erscheinen. In dem heutigen Part, da ist mein einziges Ziel, den vollen Turm der Götter fertig zu machen. Soweit es eben geht. Ich weiß gar nicht, was bringt uns das jetzt? Ah, okay. Wir sind im 22. Stock. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Besonderes kriegen. Ob uns das hier was weiterbringt. Eventuell. Wir müssen ja diesen einen Kompass da suchen. Mal gucken, wo wir den bekommen. Vielleicht bekommen wir ihn hier. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich hätte mich vielleicht nochmal informieren können. Aber ich tippe fast darauf, dass wir ihn irgendwo ganz oben bekommen könnten. Also wenn nicht da, wo sonst. Sonst muss ich gleich nochmal schnell nachschauen, wo wir den genau bekommen, diesen komischen Kompass. Ich meine, wir haben ja zuletzt dieses... Ah ja, ich sehe es doch schon. Ich sehe doch schon, was getan werden muss. Wir haben ja den Lichtbogen im Sandtempel bekommen. Und damit können wir das hier aktivieren. Und ich sehe auch gerade, da ist ein Stempel. Dass ich den letztes Mal nicht gesehen habe. Ja, machen wir mal. Machen wir uns mal ein Stempelchen rein. Dann seht ihr auch, wenn ich das hier aufgenommen habe. Und wie frisch dieser Part quasi für euch ist. Genau, Stempel für uns auch noch ein paar, aber die hole ich dann auch noch nach. Aber jetzt geht es erstmal in den Turm der Götter. Und nun geht es daran, irgendwas zu suchen. Ich weiß gar nicht, diesen Kompass, genau. Ich weiß jetzt nicht, was dieser Kompass uns bringen wird. Ich glaube, dass wir diese Geisterlok finden, mit der Gleis abgehauen ist. Mal schauen, ob wir da was finden oder nicht. Das sagt uns dann die Partlänge wahrscheinlich. Ich hätte nie gedacht, dass sich unter dem Altar ein so großer Raum befindet. Lass uns dieses Abenteuer jetzt zu Ende bringen, Flo. Gemeinsam schaffen wir es. Ganz genau. Auf geht's. Mal schauen, wie sehr ich verzweifeln werde in diesem Part oder auch nicht. Hör zu, Flo. Shin hat doch gesagt, dass in diesem Schwert, das in ihm eine heilige Kraft ruht. Jetzt können wir die Phantome besiegen. Dann brauchen wir die Lichttropfen nicht mehr. Ach so, okay. Na immerhin. Na gut. Da ist mir geholfen. Das finde ich gut. Das finde ich grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich zu dem Phantom kommen soll. Ohne irgendwie da durchzukommen. Weil ihr seht, hier ist kein Weg für uns frei gebahnt. Von daher, komm her hier. Achso, dann musst du uns kommen, ne? Brauchen. Können wir unsere Aufmerksamkeit auf den lenken irgendwie? Mit irgendwas? Irgendwie scheint ihn das sehr unbeeindruckt zu lassen. Vielleicht mal mit einem Pfeil auf den drauf schießen. So, ich komme gar nicht durch, okay. Nevermind. Eventuell hätte ich auch einfach hier durchgehen können. Ganz eventuell. Ist das dunkel. Wir waren doch schon einmal in so einem dunklen Raum. Wie haben wir das denn dort gemacht? Das jetzt noch wüsste, du. Ich das jetzt noch wüsste. Aber irgendwas mit dem fucking Maß, ne? Ja. Doch sehr dunkel tatsächlich. Ich sollte ihn vielleicht von hinten angreifen, würde ich mal behaupten. Naja, gleich, ne? Ich muss erstmal wieder reinkommen. In das Geschehen. Mal ehrlich, wie haben wir das denn damals gemacht in dem einen dunklen Verlies hier? Gott, ist das dunkel. Ein Dekustab oder sowas habe ich auch nicht. Mal ehrlich, wie mache ich das denn? Kann ich einen Pfeil anzünden? Nee.
Hätte ja klappen können. In der Theorie. Naja, also da springen wir erstmal rein. Und dann schauen wir mal. Du hier irgendwie eine Flamme mitnehmen? Nee, du kannst das nicht mitnehmen. Hätte ja sein können. Was? Wir gucken uns das jetzt einfach mal an, kurz im Internet. Bevor ich hier jetzt blind durch dieses Stockwerk laufe. Habe ich keine Lust drauf, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Zelda Spirit Tracks, dankeschön. Einmal die Lösung, Turm der Götter, die sechste. Mondschalter. Achso. Achso, okay, eventuell sollen wir das später erst machen. Ganz eventuell sollen wir das später erst machen, laut. Wir haben uns ja jetzt im Phantom geschnappt, also können wir ja den Bodenschalter im unteren, in der unteren Etage aktivieren, ja klar. Ja klar, ich bin noch nicht blöd, also doch schon, aber wie man gerade merkt. Aber naja, was soll's. Aktiviere den Schalter und wir sehen weiter, was passieren wird. Genau, stell dich drauf, damit ich da durchkomme. Und dann geht's wahrscheinlich durch die Lava hindurch, ne? Aber eigentlich will ich erstmal, dass das Phantom hier angetänzelt kommt, am besten. Im besten Falle, aber irgendwie will's nicht. Na dann halt nicht. Na dann lassen wir es halt bleiben. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. So haben wir nicht gewettet. Ja, ist okay, ich hab verstanden. Ist okay. Meine Güte. Gar nicht so einfach hier, die das Kauderwelsch. Gut, dann locken wir das Phantom erstmal an. Und dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie was gedeichselt kriegen, dass wir das erstmal besiegen können, weißt du? Aber der nervt mich sonst, glaube ich, ganz schön. Ganz schön dolle nervt er mich sonst. Hallo, hier bin ich, du Idiot. Geht der Idiot natürlich ganz woanders hin. Danke dafür. Danke dafür, Spiel. Und Zelda, du kannst ruhig näher in die Lava, damit ich auf dein Schild springen kann. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Für diese Freundlichkeit. Dass ich auch mal darf, hier. Dass ich dann doch auch mal darf, weißt du? Oh, die alten Viecher besiegen wir lieber mit dem Bumerang. Denn alles kommt im Leben zurück wie ein Frisbee. Nicht vergessen, ne? Liebe Kinders. Okay, es ist so ein Schalter. Okay, weiß ich Bescheid. Den müssen wir irgendwann später aktivieren, beziehungsweise irgendwie im Doppelpack aktivieren. Da müssen wir uns ganz günstig hinstellen und dann klappt das auch wahrscheinlich. So jedoch nicht. Also mir ist ja bewusst, wie es gehen soll, aber ist dann doch ein bisschen schwierig, wa? Ja, ist okay. Machen wir diese. Natürlich geht er jetzt da lang. Da, wo ich ihn nicht gebrauchen kann, geht er lang. Danke dafür, Spiel. Ja, ich muss hier irgendwie ein bisschen kombinieren, wa? So, dass es irgendwie schnell genug funktioniert. Und so hat es auch schnell genug funktioniert. Seien wir mal dankbar. Seien wir mal glücklich, dass es geklappt hat irgendwie. Auf welche Art und Weise auch immer. Hauptsache es hat geklappt, ne? Ja. Runter geht's hier. Runter geht's in die dunkle Stube, würde ich behaupten. Oh, ist das dunkel, ey. Dunkel. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht, muss ich sagen. Es war hier so ein dunkles Nest haben. Okay, okay. Was steht hier? Wir lieben die Dunkelheit. Na, das ist ja schön für euch. Ich jedoch nicht in diesem Falle. Okay. Keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Warte, ja, nee, danke. Wo es ja weitergeht und wie ich weitermachen kann, aber irgendwo muss es ja weitergehen. So viel steht fest, wa? So viel steht fest, dass es irgendwie weitergehen muss. Aber wie? Da
Das verrät uns Google an dieser Stelle. Mir scheißegal, jetzt. Ich will dieses Spiel nur noch durchhaben. Wenn ich dafür 10-mal google. Schalter beim Lavabecken. Ja, erneut musst du Fuß ins Dunkle fassen. Gehe hier nach oben links den Gang entlang. Lies dir die eine Stange und blase gemäß ihrer Inschrift alle Fackeln aus. Seine Tür öffnet sich. Eile anschließend zum riesigen Feuerphantom. Benimm es. Ach, wir müssen alle Feuersäulen ausmachen. Okay, das ist auch mal interessant. Na gut, dann machen wir das mal. Wenn sie es so wollen, dann müssen wir es halt machen. Ist okay. Wenn ich dann alle finde. Wenn ich denn alle finde von diesen Scheißfackeln. Da wollen wir nicht lang fackeln. Und machen die Fackeln aus, würde ich sagen. Nö. Und noch eine? Nee, doch. Ah. Und dann noch die oben beim Checkpoint sozusagen. Jetzt haben wir alle. Und da kommen wir durch. Wunderbar. Ja, wunderbar. Mehr wollten wir doch gar nicht. Ach stimmt, es gab doch so ein extra Phantom, ne? Das ein Feuerschwert hatte oder so in die Richtung, ne? Irgendwie sowas hatten wir doch da. Jetzt muss ich nur die Tür finden. Der ich durchkomme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe die Tür gefunden und das Feuerphantom auch. Schön für mich. Muss ich es nur irgendwie. Naja, irgendwie. Erwischen, ohne dass es mich erwischt. Quasi. Was so leichter gesagt ist als getan. Okay. Alles nicht so wild. Und muss ich jetzt nochmal? Bitte, dass die Tür aufgeblieben ist. Okay, die Tür ist immerhin aufgeblieben. Immerhin etwas. Da bin ich aber glücklich drüber. So, und jetzt Zelda, geh da rein. Ich brauch Licht. Bring mal ein bisschen Licht ins Dunkeln. Würde ich behaupten. So, Zelda. Immer mitkommen. Dafür bist du doch da, oder nicht? Dafür wirst du nicht bezahlt, aber dafür bist du da. Mach auch gerne Fackeln an. Dann wird es hier noch ein bisschen wohliger. Und wohlig warm ums Herz. Quasi. Vielleicht sehen wir dann auch ein bisschen was von der Welt. Oder auch nicht. Ja, komm einfach mit. Wir gehen vorsichtig voran. Da kommt ein weiteres Phantom an den Mann. Aber das ist halt zu wild. Sollte halt zu wild sein. Solange wir hier ein bisschen was sehen. Minimal zumindest. Minimal was sehen wäre schon schön. Ah ja, da ist ein Phantom, was uns gerne begaffen möchte. Verstehe. Da steht ja was geschrieben, aber es ist zu dunkel, um es zu lesen. Okay, dann machen wir mal das Licht an. Machen wir mal ein Licht an. Ein Licht geht mir auf und dann wahrscheinlich auch die Inschrift. Zwei Augen in der Dunkelheit bringen ihnen Licht. Bringen ihnen Licht, um das Tor zu öffnen. Okay. Also sind hier irgendwo zwei. Ja gut, mit dem Lichtbogen, ne? Wo ist das gemeint wahrscheinlich? Zelda, wo bist du? Komm mit. Komm mit, du. Liebe. Von hier aus kamen wir nicht, aber ich glaube, hier waren wir schon mal. Ne, das war die andere Tür hier, wo wir vorhin rauskamen. Okay. So viel steht erstmal fest. Dies ist schon mal gut zu wissen. Dann müssen wir den hier irgendwie beiseite kriegen. Irgendwie. Weiß man noch nicht wie. Okay. Wir müssen auf Zeldas Schulter auf jeden Fall erstmal hüben. Irgendwo müssen wir auf Zeldas Schulter hüben. Dies wäre erstmal wichtig, wa? Etwa auf Zelda draufkommen. Beziehungsweise auf das Phantom. Stehst mir im Weg. Fällt dir ein? Fliege. Liege auf der Zelda. Ich glaube ja wohl, es hackt. Jetzt mal ehrlich, wo ist denn hier diese scheiß Tür? Was ist denn hier, also, na, wo ist denn hier was? Ich habe keine Ahnung. Meine Güte. Mir ist bewusst, dass ich tun muss, aber wo ich es tun muss, weiß ich noch nicht. Wo ist Zelda? Da ist Zelda. Gehen wir nach oben. Gucken, ob wir da was. Achso, die Tür ist zu. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
Und hier sind wir gekommen, oder? Ach Mensch, ich steig hier doch nicht durch. Das sind so eine dunklen Räume. Warum denkt man sich so eine dunklen Räume überhaupt aus? Ist doch scheiße. Das macht keinen Spaß. Das ist einfach nur scheiße. Muss ich sagen, der Turm der Götter, er bringt mich gerade ein bisschen ins Limit des Spaßes. Sag ich mal. Da hätte ich gerne mehr erwartet, so. Vom Spiel her. Zelda, greif mal an. Greifen würde das Phantom an. Nein, nicht mich. Sag dann, nein, nicht mich. Jetzt gegen Zelda kämpfen. Mehr du Arsch. Kämpf gegen mein Phantom. Los, kämpf gegen. Kämpf gegen Zelda und nicht gegen mich. Meine Fresse, du sollst gegen. Naja. Wir haben ja Zeit, ne? Haben ja sonst nichts zu tun in diesem Part, außer den Scheißturm der Götter zu absolvieren. Natürlich sind jetzt alle Fackeln hier wieder aus. Weil fühlt alle Fackeln. Oh, das ist auch eine Kotze. Ja, wobei, sind gar nicht alle aus. Ich dachte nur, sie wären aus. Zelda, kämpf mal gegen den oder dann gehen ab oder wie auch immer. Kann ich vielleicht von der Seite kommen und den angreifen? Nee, kann ich nicht. Hätte ja klappen können. Hätte ja ganz ehrlich mal klappen können, wa? Zelda. Jetzt gegen den kämpfen und nicht dem ausweichen. Dem Vollidioten. Natürlich ist der jetzt weg. Spawnt neu. Kann ich den irgendwie so fixieren, dass der von hinten mit Zelda? Also. Meine Güte. Ich muss den wahrscheinlich nicht mal attackieren. Will's gerade irgendwie. Warum auch immer. Ich denke, der beschützt das Auge, der muss wichtig sein. Wahrscheinlich ist es vollkommen unnötig, dem zu versuchen zu besiegen. Zelda. Greif doch das Phantom an. Zelda kämpft dagegen. Dann halt nicht. Das ist eine Scheiße, ey. Es öffnet sich ja auch noch auf meinem PC was, was ich nicht haben will. Ich hoffe, diese Etagen hier sind nicht allzu lang, weil sonst könnte das ein sehr langer Part werden. Aber wenn ich die Komplettlösung sehe, könnte das ein sehr langer Part werden. Eventuell werden es sogar zwei Parts. Da müssen wir mal sehr gut gucken. Oh Gott. So, wo haben wir jetzt hier was? Scheiße, ey. Okay, okay, okay. Wir gucken mal. Dunkelheit. Erneut musst du Fuße, bla bla bla. Feuerphantom. Oberen rechten Ecke. Zehn schließen sie die Treppe hier links. Wieder im Dunkeln. Gehe nach unten und schau dir die Steine an. Tom und sein Geheimnis kennen bald die Informationen erstmal für dich und gehe nach links. Und sind die zwei Vögel, wir haben den Raum und gehe Treppen hinab. Wird es sandig, gehe mit. Was? Ich habe absolut keine Ahnung, was ich zu tun habe. Irgendwie hoch und runter und dann doch wieder nicht und hä? Was? Was für eine Scheiße. Soll ich jetzt einmal mit dem Feuerphantom hier durchgehen und dann irgendwas anderes machen oder wie? Oh, warte mal. Oh, zerstör die einfach mal. Mir auch gerade wurscht, was du mit dem machst. Machen die einfach mal kaputt. Wird schon was bringen, hoffe ich. Oder auch nicht. Nee, jetzt mal im Ernst. Welche Treppe soll ich jetzt runtergehen und welche hoch und was? Dunkelheit. Nein, muss in den Dunkel passen. Gehe hier nach oben links den Gang entlang, liest dir die Steintafel durch und blase gemäß die Reinschrift alle Fragen aus. Die öffnet sich, eile anschließend zum Miesing von Feuerwandturm in Banimis und gehe zurück zur Treppe in der oberen rechten Ecke. Also doch wieder zurück zu der Treppe, okay. Aber was bringt mir das?
frage ich mich gerade. Wenn ich ein Feuerphantom habe, was bringt es mir hier durchzugehen? Wir schauen mal. Wir schauen mal, ob es uns was bringt. Jetzt mal, haben wir hier irgendwie eine Fackel zum Entzünden oder was? Die wir sonst nicht angekriegt hätten. Kann das sein? Ist ja das Einzige, was jetzt sein könnte, so. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Leck mir am Arsch. Scheiße, ey. Das wird so ein langer Part. Oder? Das wären wahrscheinlich 3 Parts. Habt ihr das Gefühl, es könnten 3 Parts werden? Von daher, mal schauen. Vielleicht kriegen wir die Woche mal ein bisschen was zusammen geschustert an Parts. Wäre ja auch nicht so verkehrt, ne? Ich wollte gerade sagen, du triffst mich hier oben noch gar nicht, du Arschloch. Zeit, dass ich dich treffe. Aber es bringt mir nichts, weil der nicht besiegt wird, sondern nur so, ne? Nichts passiert mit dem. Kann ich mit den Viechern irgendwas machen? Nein. Hä? Hier vielleicht runter, weil hier war ja auch Dunkelheit. Ja, hier müssen wir runter, ne? Und dann ist hier irgendwie was. Okay, ich verstehe. Glaube ich, langsam. Aber sicher. Also. Sehr langsam, aber sehr sicher. Boah, kann Zelda mal schneller gehen. Einen größeren Flammenradius haben, das wäre mir sehr herzallerliebst, aber scheinbar ist dem nicht so. Ja, ist okay. Alles in Ordnung. Tja, teleportieren, jetzt sind wir wieder Teleportphantome. Arschlöcher. So, hier habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, was ist denn los hier? Also ich habe zumindest schon mal den weiteren Weg gefunden. Immerhin etwas, ne? Immerhin etwas. Treppe hier links. Im Dunkeln gehe. Oh, bin ich jetzt auf der richtigen Treppe? Ja. Warum ist das Licht bei denen so groß? Hey, warum hat der ein komplettes Licht? Warum habe ich kein komplettes Licht? Kann ich mit dem Feuerphantom irgendwie großes Licht machen? Ist mal ehrlich. Hä? Wir haben das ganze Stockwerk ausgeleuchtet, aber warum? Warum haben die das und ich nicht? Oder kann man das irgendwie einstellen oder hä? Mal ehrlich, warum hat der das ganze Stockwerk ausgeleuchtet in seiner Komplettlösung und ich nicht? Ich hätte auch gerne ein komplett ausgeleuchtetes Stockwerk. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ja, hier kommt jetzt. Drecksphantome, ey. Meine Fresse. Boah, wird das ein schrecklicher Part. Es tut mir wirklich leid, aber. Ich dachte, ich wäre fast durch mit dem Spiel, aber komm, das schrecklichste Stockwerk gefühlt jetzt hier. Die schrecklichsten Stockwerke, besser gesagt. Ey, das ist doch scheiße. Soll denn der Ranz? Ja, danke, dass du mir hilfst, Zelda, aber es bringt mir relativ wenig, gerade wenn irgendwie die ganzen Phantome meinen, machen uns mal Gangbang hier, weil was auch immer das sein soll. Ein Ranz, Alter. So eine ranzige Scheiße. Hier muss irgendwo, ja, hier sind Fackeln. Machen wir die an. Machen wir beide an hier, Zelda. Machen wir ein bisschen schneller. Mein DS blinkt. Ich hole schnell ein Ladekabel. Okay. Der DS hat schon geblinkt. Ich habe gar nicht gesehen, dass er rot wurde. Aber er hat schon geblinkt. Sorry. Ist auch mal sein Live-Part, ne? Oh, endlich wieder helle. Was Helles. Okay, hier muss ja Zelda sowieso stehen bleiben. Die kommt ja eh nicht hier mit weiter. Ja, ist mir egal, ob du untergehst, Zelda. Du hast hier eh nichts zu suchen im Sand.
Hat erstmal jetzt Link was zu tun. Gott sei Dank muss ich Zelda hier nicht die ganze Zeit mitschleppen. Also, beziehungsweise doch schon, aber an dieser Stelle gerade nicht. Ja, mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Ich gucke erstmal alles durch. Sandige Stockwerk. Okay. Das war nichts Nennenswertes. Dann geht's wohl hier hoch. Gucken, ob hier irgendwas Wichtiges für Zelda ist, aber es scheint nicht so. Ey, tut mir wirklich leid für diesen Partner. Also, es wären wahrscheinlich zwei oder drei Parts, die wir hier noch verbringen müssen. Also ist das nun mal. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Achso, ich habe ja. Sollte vielleicht mal dran denken, dass ich einen gewissen Sandstab habe, ne? Frage ist. Jetzt nicht, Zelda kann auf diesen scheiß Sandstab gehen. Sag mir nicht, Zelda kann da drauf gehen. Um Gottes Willen wird das schrecklich, wenn Zelda hier drauf gehen kann. Zelda kann hier drauf gehen, richtig? Zelda kann hier sowas von drauf gehen. Ach du heilige Scheiße. Mhm. Okay, aber das haben wir ja gut gelöst, an sich erstmal. Erstmal bin ich zufrieden mit dieser Leistung. Ja. Das war natürlich Zelda. Irgendwie auch wieder das andere Ende kriegen, ne? Sei denn, nee. Und natürlich nicht da, wo wir sie gebrauchen könnten. War ja auch irgendwo klar. Aber es hätte ja klappen können. So, Zelda, geh schnell ans aufs sichere Land sozusagen. Und dann machen wir erstmal weiter. Da gucken wir uns erstmal die Truhen an, was die uns bringen. Beziehungsweise ich gucke sie mir an. Du kannst dich jetzt mal frei entfalten. Mir egal. Ich gucke nur, wo mich Truhen hinbringen, wollte ich sagen. Aber irgendwie scheint es gar nicht so leicht zu werden. Denn wir müssen wahrscheinlich, ich verstehe, wir müssen Zelda drauf. Zelda muss weitergehen. Oh Gott, ey. Das ist ein Ranz, Alter. Also ich verstehe, was getan werden muss, aber oh Gott, wird das ranzig. Hat sich die Scheiße denn ausgedacht? Sorry, aber... Oh, ich kotze. Kotze im Strahl, Alter. Ich kotze im Strahl. Aber egal. So. Von hier oben, ne? Von hier oben aus müssen wir da drauf. Halt. Boah, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Könnt ihr mir sagen, was er wollt, aber wer auf die Scheiße hier Bock hat, der hat auch keinen Bock auf sein Leben, oder? Also. Boah, ist das eine ranzige Scheiße. Ist ja grundsätzlich klar, was ich machen muss, aber das ist so eine Scheiße, Alter. Okay, Link holt dir die scheiß Truhe, sage ich. Ich bin komplett verarscht. Soll ich denn das jetzt machen? Kannst du mir das mal verraten, bitte, Link? Also ich hoffe, ihr seht das Problem, dass ich gerade runtergefallen bin. Kannst du bitte etwas weniger dämlich sein, Zelda? Bitte?
Nur minimal. Okay. Bahnen wir ihr einen Weg. Irgendwie. Stehst mir im Weg, halt dein Maul, Alter. Ich steh dir gleich mal im Weg. Weißt du, was im Weg stehen heißt? Ich kotz im Dreieck, du. Ich kotz im Dreieck. Boah, nach dieser Passage Schluss. Ich hab keinen Bock mehr danach. Sowas von nicht. Und nimm die Truhe. Eine antike Goldmünze. War die das wert? Ich glaube kaum. Aber ist okay. Will mich ja nicht aufregen, ne? Obwohl doch eigentlich schon. Ich habe nichts gesagt. Du stehst mir am Weg. Halt dein Maul, Alter. Steh dir gleich mal am Weg. Steh dir gleich sowas von am Weg, dass... Eventuell kann man sagen, dass dieses Spiel mich ein bisschen zur Weißglut treibt, aber auch nur ein minimales bisschen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber vor allem, wenn die Kamera dann auch so wunderbar mitgeht, dass ich... Ja, wo erscheinst du? Da erscheinst du. Dankeschön, Zelda. Danke. Also wenn ich gleich die Truhe nicht auf Anhieb dann bekomme, dann raste ich aus. Dann raste ich aber sowas von aus. So, erstmal einen kleinen Umweg, damit wir Zeit haben, hier die Scheiße zu basteln. Scheißweg. Es funktioniert manchmal einfach auch nicht. Es funktioniert manchmal auch einfach nicht, wie es soll. Weißt du, leck mir Marsch, Spiel. Leck mir Marsch. Es funktioniert nicht. Ich gehe unter, halt dein Maul. Warum spawnst du eigentlich da, wenn ich dich irgendwo anders loslaufen lassen habe? Kannst du nicht mal da spawnen, wo ich dann wenigstens wieder direkt auf dich drauf komme, du blöde Kuh? Nee, zu schwer. Ist okay. Stehe ich. Warte. So, so. So und so, bitte. Geh da drauf. Geh da drauf, du blöde Kuh. Wehe, die Scheiße lohnt sich nicht. Wehe, die Scheiße lohnt sich nicht. Es ist wenigstens ein kleiner Schlüssel. Immerhin. Wo auch immer ich den brauche. Aber ich lasse es für diesen Part gut sein. Sorry, aber genug Aggression. Ich hoffe, dieser Part hat euch trotzdem gefallen. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer Flastivi. Bye, bye.